Oh, Freunde, was war das gestern für eine krasse Party? Zieht euch mal rein, wie es hier aussieht. Jetzt guckt ihr die Scheiße an. Die ganze Bude auseinandergenommen. Ey, die haben sogar die Technik umgeworfen. Aber egal, ich will euch was zeigen, was richtig krass ist. Denn Spider-Man ist einfach in meine Nachbarschaft gezogen. Zieht euch das mal rein, der wohnt einfach da oben im Penthouse. Wir müssen uns das einmal näher ansehen. Leute, ich sag euch, ich habe eine richtig krasse Idee. Und zwar weiß ich von einer sicheren Quelle, dass er seine Anzüge dort auch bewahrt. Und ich habe vor, mir die einmal auszuleihen. Okay. Ja gut, wir klauen sie kurz und bringen sie nicht mehr zurück. Korrekt, Digga. Das Ganze wird wahrscheinlich wieder ziemlich verrückt werden. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und ich versuche jetzt mal meine Superheldenkräfte anzuwenden. Oh Gott, das klappt nicht. Ey, Onkel Earl, das war eine gute Idee mit dem Flugzeug. Ja, natürlich. Ich habe immer gute Ideen. Hör zu, wir fliegen einfach direkt über Spider-Man. Dann springen wir beide raus, klauen uns den Anzug und dann sind wir weg, okay? Alles klar, wir sind auch gleich da. Sehr gut. Halt einfach drauf zu. 3, 2, 1. Let's go. Ich hab keinen Fallschirm. Onkel Earl, warum hast du keinen Fallschirm? Oh mein Gott. Wird er das überleben? Nein. Hat er Superkräfte? Nein. Onkel. Okay, ich glaube, der hat es nicht geschafft. Egal, zurück zum Plan. Bei Spider-Man landen, Anzüge klauen und dann wieder verschwinden. Oh nein. Ich hab's gefailt. Hauptsache, da explodiert irgendwas. Das ist Earls Flugzeug, glaube ich. Egal, perfektes Ablenkungsmanöver. Hopp, schon. Ah, wir sind gelandet. Richtig. Wir haben es geschafft. Jetzt muss ich nur noch das Teil hier loswerden. Oh no. Oh no, no, no. Es ist da unten gelandet. Lass uns mal seine Wohnung anschauen. Was geht ab, Digga? Hau ab, Digga. Oh mein Gott, da ist Spider-Man. Hallo, Summer. Hat mich nicht verarscht. Spider-Man. Spider-Man, du siebter hinten, ey. Was, Bruder? Spider-Man. Ey, du. Du Glatzi. Komm her. Nani? Hä, der schießt auf ihn. Nein. Und zielt der Idiot auf ihn. Komm mal her, Glatzi. Ja, nicht aufeinander. Ey, Glatzi, dumm Digga. Ey, du, komm mal her. Hau mal Glatzi auf die Fresse jetzt, ja? Los. Warum? Beste Los. Leben, beste Leben. Lass uns umschauen. Hau ihn auf die Fresse jetzt ab. Ich bin Spider-Man, du nicht. Was ist denn hier los? Spider-Man hat einen eigenen Pool. Der ist irre. Ich dachte, der wäre lieb. Was macht der denn? Spider-Man. Beste Leben, die sind alle draußen. Lass uns mal reinziehen. Was hat er überhaupt für eine Wohnung hier? Ich sehe hier oben gar nichts. Ich sehe gar nichts. Spider-Sinn sagt irgendwas. Oh Gott. Er weiß, dass ich hier bin. Oh nein, ich bin runtergefallen. Ich bin in seiner Wohnung drin. Ich such hier alles. Oh, oh, schnell gucken, wo sein Anzug ist. Komm schon, der muss hier irgendwo sein. Köche nichts, okay. Oh, das ist nicht gut. Irgendwas ist komisch. Das ist überhaupt nicht gut. Jetzt reicht's mir langsam. Im Zimmer ist auch nichts. Was hat der für eine geile Wohnung? Freunde. Wo zum Geier ist sein Anzug? Wofür braucht denn der Halfpipe hier überhaupt? Was ist das für ein Ding? Okay, wir warten, bis sie weg sind. Oh nein, die kommen hier hin. Ich muss weg. Bye, zieh durch. Haben die mich gesehen? Ich glaube nicht. Nein, haben die nicht. Richtig. Da ist der Anzug. Da ist der Anzug. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich will mir nur den Anzug ausleihen. Ich will auch nicht auf Klo hier. So, wir ziehen uns den jetzt einfach an. Wartet kurz. Wartet kurz. Ich muss euch das im Spiegel zeigen. Wir haben es geschafft. Ich habe einfach seinen Anzug an. Das Ding ist zwar saumäßig eng, aber ich sehe verdammt cool aus. Ob die Wachen wohl merken, dass ich nicht der Echte bin? Hey. Ich glaub's nicht. Wer bist du denn? Warum ziehst du meine Klamotten an? Ich bin Peter. Ich bin Peter. Ich bin Spider-Man. Peter. Ich bin der originale Spider-Man. Bleib stehen. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Spider-Man. Was geht? Ich bin Spider-Man aus der Zukunft. Leute, schnappt ihn euch. Dich. Oh shit, Leute. Nicht, ich bin auch Spider-Man. Oh, nein. Weg, 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 weg. Wir sehen uns, ihr Loser. Okay, haut rein. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Wie macht man das Teil an? Oh mein Gott, es geht nicht. Wie macht er seine Fähigkeiten? Oh nein. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Ah, was war das denn? Ist das hier ein Fake-Anzug? Ey, der hat mich verarscht. Bruh. Leute, dieser Anzug kann ja überhaupt nichts. Ein verdammter Mist. Guckt euch das an. Ich bin einfach nur ein Freak in einem Anzug. Egal. Ey, sieh da. Anhalten. Ich bin Spider-Man. Ich habe gerade keine Fähigkeiten. Bitte einmal aussteigen. Dankeschön. Jetzt muss Spider-Man beim Auto wegfahren. Egal. Wir haben auf jeden Fall den ersten Anzug und ich werde da gleich wieder auftauchen. Okay.
let's go. Leute, ich habe einfach den XXL-Plan. Guck mal, was ich gerade gefunden habe. Da gibt es ein Outfit von Iron Man. Und ihr wisst doch vielleicht, Iron Man ist sowas wie der Vater von Spider-Man. Der wird doch glauben, dass ich der Originale bin mit diesem Outfit hier. Das Dumme ist, ich habe das Auto verloren, was ich gerade hatte. Und jetzt muss ich das Ganze zu Fuß gehen. Aus dem Weg, mach Platz, ich bin Iron Man. Ich werde jetzt einfach bei Spider-Man klingeln. Als Iron Man, mal gucken, was er antwortet. Ja, was ist das denn hier? Oh mein Gott, was hat Spider-Man hier aktiviert? Was ist das denn für ein Tauchmodus? I'm under the water. Egal, es war einfach offen. Dann schwimmen wir halt nach oben. 2000 Jahre später. Oh, Alter, wie viele Treppen hat dieser Irre denn? Warum muss er denn auch ganz oben wohnen? Egal, hoffentlich glaubt er, dass ich Iron Man bin. Hallo? Hallo. Hallo, Andreas. Wer bist du denn? Ich bin's, Iron Man. Iron Man? Du weißt schon. Du würdest doch... Ich hab gehört, einer, ja, eure Anzüge ist weg. Ja, irgendein Vollidiot hier eingebrochen, Mann. Ich bin richtig sauer. Ja, die Avengers haben mich geschickt. Ich meine, ich hab mich selber geschickt. Und zwar muss ich jetzt die Anzüge konfestieren. Warte Siehst mal. Siehst du überhaupt aus? Warte mal. Wait a minute. Iron Man würde nie kommen ohne seinen Begleiter. Hä? Wer ist denn sein Begleiter? Hat er überhaupt einen Begleiter? Was soll das denn heißen? Glaubst du, ich bin nicht Iron Man, oder was? Dass du Iron Man bist. Willst du aus Avengers raus? Nein, aber irgendwie, ich trau niemanden gerade, Mann. Okay, guck weg, ja. Guck weg. Ich zeig's dir. Guck kurz weg. Zeig's dir. Komm her, du Pedder. Los. Nein, was ist umdrehen. Das hier? Okay, zeig dich wieder. Ich hab meinen Laserstrahl gegen ihn eingesetzt. Wirklich? Er ist außer Gefecht. Oh, natürlich bin ich's, du Vollidiot. Tut mir leid, Mann. Nimm das hier. Kann niemanden mehr trauen. Wo sind die Anzüge? Wie funktioniert das überhaupt? Ja komm, die Anzüge Warum sind hier drüben. Mein Anzug hier nicht? Mein Anzug hat eine Fehlfunktion. Jarvis, hör auf damit. Hi, Jarvis. So, wie funktioniert ja, das Ganze überhaupt? Mit diesen Superkräften. Was ist denn hier passiert? Du hast was hast du hier gemacht? Ja, ich wollte... Nein, ich wollte Spaghetti machen. Voller Blut. Bisschen, ne? Das ist der das Anzug, Das ist der Anzug, ja? Ja. Der ist neu. Okay. Und dieses ganze Superhelden-Ding ist da drin. Genau. Du musst einen Knopf drücken. Im linken Ärmel. Oh, dann kannst du zaubern. Okay. Ja gut, dann, Thor wollte noch mit dir reden. Der ruft dich gleich an. Du musst einmal nach draußen, du weißt doch, der macht dieses komische Ding mit seinem Hammer. Schon, weißt wieder schon. Macht er das? Ja, genau. Ja. Du musst einmal nach draußen. Thor! Boy. Beste Leben, so ein Volltrottel. Jetzt holen wir einfach den zweiten Anzug. Komm her. Boah. Ich fühle mich wirklich ein bisschen stärker. Ich glaube, ich habe auch mehr Muskeln. Zieht euch das rein. Ich bin auch viel schneller. Ich bin Spider-Man. Okay. Hey, wo ist Iron Man? Was machst du hier? Wer bist du? Wer bist du? Spider-Man, ich bin dein Bruder. Thor hat mich angerufen. Du bist gar nicht Iron Man. Oh nein. Bleib stehen. Gott, bitte funktioniere. Oh. Bitte funktioniere. Oh mein Gott. Wie hoch kann ich springen? Geil! Hau rein, du Dulli! Wir sehen uns! Oder auch nicht! Jetzt komm ich! Oh nein, es kommt schon wieder nicht! Nein, bitte nicht! Ah! Ah, das war ganz schön harte Landung. Ich muss noch ein bisschen üben, Spider-Man zu sein. Das Ding ist krank. Ich kann einfach mega hoch springen. Und guckt euch das an, ich kann schneller laufen als jeder andere. Das ist geil, aber wie kann man diese Spinnenfähigkeit machen? Sich irgendwas sagen? Netz, komm raus! Wer ist das? Oh, wer bist du denn? Spider-Man ist gerade nicht zu Hause. Au, ey, weg. Was ist das denn für ein komisches Vieh? Ich habe ich Spider-Man Feinde? Nimm das hier, Junge. Weg mit dir. Scheiß Spinner. Halloween ist vorbei. Ja, was hast du davon, dass du dich mit Spider-Man anlegst? Spinnst ja wohl. Was war das denn? Holt mal einen Krankenwagen für den Spinner, ich muss los. Das Blöde ist nur, ich glaube, der hat mich wieder reingelegt. Ich kann... Oh, was ist das denn für ein Garten hier? Ich kann meine Fähigkeiten einfach nicht benutzen. Ha, ich muss da nochmal hin. Ich sag's euch ganz ehrlich. Egal, wir haben 2 von 3 Anzügen. Und ich habe schon eine kleine Idee. Oh Gott. Was wir als nächstes machen. Wo bleibt dieser Dummkopf denn? Wenn man sich einmal auf die Familie verlässt. Hallo? Ey, pass auf. Hab mich doch nicht an, du Idiot. Komm her. Tommy. Komm mal her. Hör zu. Wir wollen das Ganze nur faken. Du sollst mich nicht wirklich umbringen, du kleiner Idiot. Du fährst jetzt gleich da lang, dann schreie ich ganz laut und dann wird hoffentlich Spider-Man runterkommen und mich retten, okay? Hast du das verstanden? Dann hup einmal. Geht doch. Okay, Tommy. Was macht dieser Idiot da? Fahr jetzt einfach durch. Ah, oh mein Gott, ich wurde angefahren.
könnte mir doch nur ein Superheld helfen. Es tut so weh. Boah, wenn das klappt, bin ich Schauspieler. Spider-Man, hilf mir. Moin, Meister. Ey, ich werd angefahren. Hey, was ist mit dir los? Ich bin hey, Spider-Man. Wer bist du? Spider-Man, bist du? Ah, mein Bein tut weh. Komm mit. Kannst du mir helfen? Hilfe, bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Halt dich fest. Wo bringst du mich hin? Ich rette dich. Ja, okay, wo bringst du mich hin? Musst du einmal kurz die Augen zumachen. Okay, ich schließe meine Augen. Ah. Wo bin ich? Ich du bin bist hier bei noch mir. Nie du gewesen. Du bist in Sicherheit. Ist das dein Zuhause das ist mein etwa? Mein Zuhause. Deine geheime Kommandobasis mit Anzügen? Ich musste dich hierher bringen. Ich bin gerade ein bisschen in Stress. Ich rufe dir einen Krankenwagen, okay? Okay. Ja, ich werde dir auch nichts anfassen. Ganz bestimmt nicht. Okay, beste Leben. Der ist echt wieder weg. Let's go. Lass uns den geheimen letzten Anzug finden. Wenn ich Spider-Man wäre, wo würde ich die Anzüge verstecken? In der Küche auf jeden Fall nicht. Bist du hier? Kein Anzug. Kann das Ding denn sein? Hier gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Etwa hier? Oha, was ist das denn? Das ist der finale Anzug. Das ist der Endgegner. Alter Falter. Und keiner da, der ihn bewacht. Aus rein. Ja, mit seinem Anzug. Oha, zieht euch das mal rein, was ich für einen kranken Anzug anhab. Und diese komische Knarre hier, die war auch noch dabei. Jetzt kann uns keiner mehr aufhalten. Hallo Security. Was zeigst du auf mich? Was willst du von mir? Ich bin Spider-Man. Mach dich weg, Junge. Gott, was tue ich hier? Oh Gott, was tue ich hier? Nein, nicht auf mich schießen. Bleib weg. Ich muss los. Oh, bitte klappt diesmal. Komm schon. Wie funktioniert das Teil? Festmachen? Komm schon. Ich will wie Spider-Man fliegen. Es funktioniert. Nice. Das müssen wir in der Stadt austesten. Das wird episch. Komm schon, Ned. Wow, trag mich hoch. Ich bin Spider-Man. Ich hab's euch vorausgesagt. Zieht euch das rein. Holy shit. Was geht hier ab? Alter, was hat der für Fähigkeiten? Oh nein. Oh nein, es zieht mich schon wieder hoch. Auf geht es, ich fliege. Ich bin nicht Spider-Man, ich bin Flugsaurier Spider-Man. Oh nein, das war keine gute Idee. Helikopter, geh weg. Entschuldigen Sie, wer sind Sie? Das tut mir echt leid. Wir haben uns vernetzt miteinander. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Ich muss nur irgendwie wieder runterkommen. Jetzt bloß keinen Blödsinn machen. Hack dich ein, liebes Netz. Zieh mich hoch. Wow. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Wie hoch sind wir? Das war das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe. Wir haben nicht nur den Anzug, sondern auch diese komische Knarre. Wir haben es einfach geschafft. Ob Spider-Man das Ganze merken wird? Keine Ahnung. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dass ich auch andere Superhelden beklaue, dann schreibt es in die Kommentare und vielleicht wird es passieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Macht's gut.